Die kennen sich damit aus. Haben oft genug Pilze gesammelt. Hände lasse ich mal drin, speichern tue ich trotzdem mal, ich Feigling. Man muss aber dazu sagen, dass sie zu Pilzorten gehen, die sie genau kennen. Ja, und wenn ich genau weiß, wie Die die Pilze Opa aussehen. gezeigt hat, die mein Bruder gezeigt hat, oder die sonst irgendwer gezeigt hat, der das jahrelang sammelt. Und wenn man keine Ahnung hat, ist das viel zu gefährlich. Ich bin am richtigen Ort, markierter Ort. Cool. Ich hab's geschafft. Wir sind an einer wunderschönen Gegend hier. Ein Baum ohne Pilze, nur mit Blättern. Was sind denn die ganzen Leute? Hier wird nicht rumgetrödelt. Habt ihr mal nicht so Herren, ich unfreundlich? habe schon viel von euch und eurem Süßholzgeraspel gehört. Sag mal, die Leute sind ja echt freundlich. Süßholzgeraspel. Ich zeig dir gleich mal, wer ihr Süßholzgeraspel bekommt hier. Also wirklich, da geht ja mal gar Mir nicht. geht jetzt besser. Die Krieger von Falkenring kehren immer zurück. So oder so. Ja. Klingt ein bisschen seltsam, ich weiß. Nicht wirklich ein Name, der den Kranken Trost spendet, die Umschläge oder Salben kaufen wollen. Aber ihr müsst verstehen, dass Falkenring eine Stadt ist, die wohl oder übel von dem großen, uralten Friedhof dominiert wird. Deshalb heißt das Gasthaus Todmannstrunk, der Bauernhof Totenlichthof und so weiter. Eine Art Dauerwitz bei uns hier. Aha, und ich dachte schon, die Toten regieren hier. Es gibt nicht viele Rotbardonen im Himmelsrand. Okay. Was hat euch hergebracht? Naja, meine Familie in Hammerfell hatte was gegen mein Interesse an tödlichen Giften und dem Tod im Allgemeinen. Also zog ich gen Norden. In dieser Stadt mit ihrem riesigen Friedhof fühlte ich mich wie zu Hause. Ich habe das Geschäft eröffnet und nie zurückgeschaut. Ich gehöre einfach hierher. Also ehrlich, ich habe auch lieber einen Lebenstrank als einen Todestrank. Dann gehe ich mal. Kann ich irgendwas mitnehmen? Stehlen, stehlen? Ja, ich kann ja so vieles mitnehmen. Denn diese Nord oder. Ja, komm. Du magst mich ja Wenn eh diese nicht. Nord oder das Kaiservolk auch nur einen Hauch Rückgrat hätten, wäre dieser Krieg schon vorbei. Verfolgt ihr mich gerade? Das sind die Kaserne. Mal gucken, ich gehe mal alles durch. Hier ist absolut keiner. Hier würde ich ein Foto von einer bestimmten Person dran machen und dann mal mit dem Dartpfeil drauf werfen. Das Gefängnis vom Falkenring. Man sagt, Ulfric Sturmmantel habe den Großkönig getötet. Mit seiner Stimme. Er soll ihn einfach in Stücke geschrien haben. Wow. Mit seiner Stimme hat er jemanden getötet. Ja, nicht so schlecht. Das macht unsere Tochter auch, wenn sie dann mal so ein bisschen laut schreit. Wenn sie Hunger hat oder nicht schlafen möchte, dann kann sie einen auch zu Tode brüllen. Das kann doch jedes Baby. Also ehrlich, ich habe das Gefühl, dieser Typ da, der den Leute zu Tode brüllt, ist ein Baby. Langhaus der Jarl. Naja, das ist der Chef da. Ah, das Gebäude kenne ich irgendwo ja aus einer LP. Ja, was wollt ihr? Als wenn die Hand bei da unten wäre, würde ich denken, er relaxt gerade. Bulund spricht viel vom Krieg und den Sturmmänteln, aber er Ja, weiß Bescheid. Wo sind denn seine Mädels oder das Jungs. andere Geschlecht? Der Ja. Dengeier war bis vor kurzem Jarl. Aber da sein Alter und seine Gesundheit ihm einen Er Strich meinte durch die wohl Rechnung gemacht Lesefeier, das haben, will ich ist nicht. er abgetreten. So wie Er Menschen dient leben. uns nun als ehrenhafter Tane. Und zum Glück bin ich nun der Jarl. Ach, da hat sein Schwert gezogen und da war er wieder der Chef. Ich werde euch eure Unerfahrenheit die Arbeit
jetzt ehrlich, bevor ich die Frage stelle. Doch mal wieder. Vielleicht habe ich dann einen. Die Sturm überhaupt nicht. Ich bin ein Jarl. Ich esse die leckersten Speisen, trinke das edelste Met und jage mit den besten Hunden. Mein äußerst fähiger Vogt kümmert sich um die Belange der kleinen Leute und sorgt dafür, dass alles rund läuft. Es ist so einfach, ein Jarl zu sein. Ihr solltet es mal versuchen. Man sollte einen Chef niemals. Vielleicht habe ich dann einen Auftrag. Man sollte einen jungen Chef nie fragen, ob ihn seine unerfahrene Inkompetenz bei seiner Arbeit stört. Die Armee ist immer auf der Suche nach starken und fähigen Kriegern. Wenn ihr meint, ihr habt, wonach wir suchen, findet ihr unser Hauptquartier in Einsamkeit. Ich glaube nicht, dass ihr hier etwas zu suchen habt. So, was denkt ihr über diesen Krieg? Ihr meint Ulfriks sogenannte Sturmmantel-Rebellion? Die Könige der Nord, verzeiht, die Jarl, haben ihre Leute nicht unter Kontrolle. Also ist die Armee eingeschritten, um für Ordnung zu sorgen. Leider sind die Truppen des Kaiserreichs derzeit ein wenig dünn gesät. Wir erhalten kaum Verstärkung. Daher müssen wir vor Ort rekrutieren. Aber keine Angst, Bürger. Wir werden diesem Aufstand ein Ende setzen. Dann wird bald wieder alles so sein wie gewohnt. Gut, wie tritt man in die kaiserliche Armee bei... ich möchte sie beitreten. Was macht die kaiserliche Armee in Himmelsrand? Bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstehe. Die Armee war schon immer in Himmelsrand. Wir haben Garnisonen in allen Provinzen des Kaiserreichs. Unser Auftrag ist es, dem Kaiser zu dienen, das Gesetz durchzusetzen und die Bürger zu beschützen. Die Tage in Himmelsrand werden finsterer und die Armee wird schon bald gefordert werden wie nie zuvor. Aber wir sind wie immer bereit. Okay. Wie man der Armee beitritt, Karte aktualisiert. Ich gehe jetzt mal einfach auf alle Teile hier und aktualisiere mal meine Karte. Gar nicht so schlecht. Stehlen. Einfach mal alles hier anklicken. Und jetzt kann ich rausgehen. Mal gucken. Oh, der Jarl ist verschwunden. Na, der Stift macht's. Oh, ich bin aber eine Frau. Kann ich mich dazulegen? Vielleicht kriege ich dann besser Aufträge. Ja, aber du kriegst die nicht südlich der Karte, sondern südlich des Jahres. Na, dann krieg ich die nicht schriftlich, dann kriege ich die reingepumpt. So. Mündlich meinst du? Praktisch. Ein mündliches Praktikum? Auch mündliches Praktikum, genau. Das ist eine gute Umschreibung, finde ich. Toll, wieder Video ab 18. Herzlichen Glückwunsch. Solange alles gut gewaschen ist. Gut, okay. Oh, Alter. Wenn es gut gewaschen ist, ist es gut. Warum sage ich sowas eigentlich? Schneid das raus. Dann ist gut. Loyalität ist besser. Loyalität scheint euch... Und dann dem Kaiserreich gegenüber loyal. Mann, halt doch mal die Kauleiste. So, Loyalität scheint euch ja sehr wichtig zu sein. Ich war viele Jahre den Geiers Leibwächter. Mehr als einmal habe ich meine Haut riskiert, um ihn zu beschützen. Warum sollte ich sowas wohl tun? Des Geldes wegen? Weil ich einen Eid geschworen hatte? Nein. Weil er ein guter Mann und ein wahrer Freund war. Ein echter Nord stellt Loyalität und Ehre über alles andere. So, Falkenring wirkt ruhig. Nur innerhalb der Mauer. Falkenring besteht größtenteils aus Rotnis. Wer Ärger sucht, wird ihn schnell finden. Oh, ja, aber Ärger will ich nicht. Schmiede, wenn ihr Waffen oder eine Rüstung benötigt. Hier kann ich einige Sachen benutzen. Oh,
Okay, automatisch gespeichert. War ich hier drüben schon?